Müssen wir mal gucken, ob wir die Schätze irgendwie finden. Zur Not schicken wir die Späher los später. Huch, jetzt laggt es gerade. So, müsste sich jetzt beruhigt haben oder auch nicht. Hier waren wir aber schon. Hier waren wir schon. Ne, hier waren wir jetzt nicht mehr, glaube ich. Doch. Ne. Hier rechts geht's auch noch lang. Das machen wir aber erst. Ich glaube, wir gehen bis zur Brücke, dann haben wir wenigstens einen klaren Punkt, wo wir schon mal waren. Und dann machen wir den Rest, das ist aber hier nach der Hauptquest. Hallo. So. Okay. Ach, das ist sogar ein Event. Meine Herren, unsere Soldaten haben einen Händler am Boden einer Grube gefunden. Er ist in schlechtem Zustand, schwer verwundet mit hohem Fieber. Was sollen wir mit ihm tun? Begleitet ihn ins nächste Dorf und bietet ihm Geld für die Behandlungen an. Zwei Rekruten, was verkraftbar ist. 100 Gold, was verkraftbar ist. Dafür gute Moral und das Ding. Begleitet ihn ins nächste Dorf und beschlagnahmt seine Waren als Gegenleistung. 100 Gold weg. Aber dafür die Moral. Also, wir würden hier 100 Holz mehr kriegen. Holz haben wir aber noch genug. Und hier kriegen wir dafür gute Moral. Was gar nicht so schlecht ist. Weil wir waren auf schlechter Moral. So, jetzt waren wir auf der Brücke. Und müssen jetzt aber weiter. Nach oben in Richtung Hauptquest. Sind wir hier nicht schon mal lang gekommen? Die Späher sagen nein. Sie hatten Zeichen angebracht. Die können von Elfen entfernt oder woanders angebracht worden sein. Folgen wir der Sonne, damit wir uns nicht verirren. Ne, hier waren wir aber noch nicht. Ist das hier der Haupt... Ach ne, die Hauptquest ist da oben erst. Hoch und dann links. Und dann können wir hier noch weiter. Boah, geht das noch weit? Die Frage ist, wo müssen wir genau hin? Das ist ein interessanter Ort. Gut, dass wir den wissen da oben. Eure Hoheit, dies sind die Ruinen eines Elfentempels. Durch Risse in der Wand sehen wir, dass er wertvolle Schätze enthält, aber auch Monster. Wir können nicht unser ganzes Heer gegen sie losschicken, aber ein kleiner Trupp sollte dort hinein vorstoßen können. Die Frage ist, ist das Risiko wert? 1000 Gold für 8 Rekruten oder Ike? 4000 Gold. Ich würde wieder die Rekruten losschicken, aus dem gleichen Grund. Wir haben über 200 davon. Und, ich würde Ike ungern gefährden. Also Rekruten haben wir nun wirklich ohne Ende. Hallo. Muss man nach der Maus gucken. Vor der nächsten Session gucke ich mal nach der Maus. Ah, okay. Hier geht es einfach nicht durch. Das heißt, wenn wir auf der Karte mal gucken, das hat sich geregelt hier. Das heißt, man hätte hier noch weitergehen können. Aber jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Gucken. Und ich habe das Gefühl, wir sind wirklich an den Schatztruhen vorbeigelaufen. Das werden wir bei gegebener Zeit nochmal abchecken. Mewe ritt am Kopf der Karawane, als die schwarze Raila neben sie ritt und sich zu ihr herüberlehnte. Eine Hand über dem Mund flüsterte sie ihr etwas zu. Euer Gnaden, ich muss euch etwas Wichtiges sagen, aber lasst euch nichts anmerken. Seht geradeaus und macht keine schnellen Bewegungen. Mewe nickte leicht und wartete, dass sie weitersprach. Ich habe Eichhörnchen im Wald gesehen. Eldarin muss irgendwo in der Nähe sein und einen Angriff vorbereiten. Was schlägst du vor? Fragte die Königin, den Blick nach vorn gerichtet. In offenem Gelände haben wir keine Chance. Es gibt eine Ruine in der Nähe, einen Elfenfriedhof. Dort finden wir vielleicht Schutz. Mewe war es gewohnt, wichtige Entscheidungen mit ihren Beratern zu besprechen. Doch sie wusste, dass die Zeit drängte. Sie musste der schwarzen Raila vertrauen. Und so gab sie kurz darauf die entsprechenden Befehle. Ihr Gefolge erreichte den Friedhof noch vor Einbruch der Dämmerung. Ihre Soldaten schlugen die Marmorstatuen von den Sockeln und bauten Barrikaden damit, während die Späher vor den Mauern nach dem Feind Ausschau hielten. Als die Sonne unterging, entließen die Wälder die Hitze des Tages als dichten Nebel, der sich in kurzer Zeit über die Lichtung legte. Da traten Renards Späher aus dem Nebel. Sie waren gefesselt und wurden von Elfen geführt. Einer der Skoyatel,
Ein kräftig gebauter Mann mit langem Haar trat hervor. Ich bin Eldain. Wer von euch ist Mewe? Hier. Ich bin Mewe. Sprich. Catmillan Ketwa Genwit, Rena. Dieser Ort bedeutet uns Enseide sehr viel. Ich würde dir von seinen Denkmälern erzählen. Von der weinenden Enseverne, geschaffen von 3 Steinmetzgenerationen. Oder dem Alabasterrelief König Kellatz, so schön, dass selbst die Vögel es bewundern. Doch ich sehe, deine Soldaten haben sie schon gefunden und geistlos zerstört, wie Däune es eben tun. Doch das überrascht mich nicht. Ihr habt bereits gezeigt, dass die Götter euch aus dem wertlosesten aller Stoffe gemacht haben. Ihr habt Verwundete getötet, die keine Bedrohung mehr für euch waren. Der muss das gerade sagen. Der hat Verwundete an den Baum gekettet und die als Falle benutzt. Kommt zum Punkt, Eldain. Das werde ich. Euch ist gewiss klar, dass die Nekropole umstellt ist. Bald wird es einen Kampf geben. Doch es ziemt sich nicht, auf einem Friedhof zu kämpfen. Also bitte ich euch, ihn zu verlassen. Und unseren taktischen Vorteil aufzugeben? Ich dachte mir, dass euch Däune etwas so Unpraktisches wie Respekt vor den Toten nicht schert. Daher habe ich noch ein Argument. Das Leben eurer Späher. Wenn ihr den Friedhof verlasst, lasse ich sie frei. Sie werden an eurer Seite kämpfen. Falls nicht, töte ich sie. Hier und jetzt. Herrin, hört nicht auf ihn. Traut ihm nicht. Raila, das sind gute Männer. Fabian, Gerrit, Matthias. Sie dienen mir seit 10 Jahren. Sie würden für ihre Königin durch die Hölle gehen. So einen Tod haben sie nicht verdient. Ich würde eigentlich die Männer beschützen, aber wir haben, falls ihr euch erinnert, noch gehört, wie Eldain, sein Wort ist nichts wert. Also ich bin mir ziemlich sicher, wirklich ziemlich sicher, dass, wenn wir jetzt sagen, wir gehen, er die Speer trotzdem tötet. Von daher, bleibt uns eigentlich keine andere Wahl, als zu sagen nein. Das Leben meiner Männer ist zu wertvoll. Darum kann ich meine Einheit nicht für ein paar Soldaten opfern. Euer Gnaden, bitte, bedenkt. Ich lehne dein Angebot ab. Wie du willst, Rena. Squaresman. Mit einer schnellen, fast beiläufigen Bewegung schnitt Eldain einem Späher die Kehle durch und gab sogleich den Befehl zum Angriff. Ich sage, der hätte die trotzdem getötet. Ich bin sogar bereit, das Spiel nochmal so weit zu spielen, nur um das auszuprobieren. Eldain trug keine Rüstung und führte kein Schwert. Er bewegte sich mit dem Anmut eines Tänzers auf dem Schlachtfeld, schien auf Luft zu laufen und jedem Angriff mit Leichtigkeit auszuweichen. Seine eigene Klinge glitt so geschmeidig durch die Luft, dass man glauben könnte, sie habe ihr Ziel verfehlt. Bis man sah, wie das Ziel zusammenbrach und vergeblich versuchte, eine sprudelnde Blutung zu stillen. Es waren kleine Wunden, fast nur Stiche, aber sie waren tödlich. Was für eine Klinge, wenn er kein Schwert hat? Sind wir den danach los? Karten verbergen, der ist bei uns auf der... Taktischer Vorteil. Rufe bis zu 2 Einheiten aus deinem Deck herbei. Ach, cool. Befehl, generiere Elfenhalsabschneider in der Fernkampfreihe. Blockiere dann die schwächste gegnerische Einheit und verschiebe sie neben den Elfenhalsabschneider. Ich glaube, wir spielen nur eine Runde. Demnach sind die gar nicht so schlecht. Feuer ist gut. Gascon. Ja, Raila ist gut. Gascon ist in einer Runde, glaube ich, gar nicht so Bombe. Weil so viel bewegen werden wir nicht. Da ist das gut. Ich denke, so kann es bleiben. Vorsicht! So soll es sein, so kann es bleiben. Es sind Feiglinge. Es gibt bestimmt Fallen. Huch. Da hat einfach eine Karte abgeworfen. Wahrscheinlich glaubst du, dass als ich Falle Angst oder so. Habe? Die sind einfach unsichtbar oder was? Hä? Check ich nicht. Wieder und wieder und wieder.
Ist das ein Bug? Oder sollen die wirklich unsichtbar sein? Genug geredet. Zieh deine Waffe. Togo. Gut, der holt sich den. Es gibt eine Zeit zum Ernten, zum Säen und zum Sterben. Zwei Einheiten. Einmal den Xavier und einmal den Ike. Meine Schmerzen dienen einem Ziel. Dann kann der dem sagen. Boah, ist das mies. Dann spielen wir den Trommler und den Dude. Die Armee ist kein Platz für Leute wie mich. Und dann können wir sagen, sie sucht. Keine Ahnung. Nee. Scheiße. Na, egal. Jetzt müssen wir unsere eigenen Leute verschieben. Eins, zwei. Ah, nein. Auswahl aufheben. Eins, zwei, drei. Das macht Gascon aber wenigstens stärker. Dann können wir hiermit sagen, du kriegst einen neuen Befehl, du darfst dich bewegen, du suchst Reynard aus, Reynard gibt unseren Leuten allen neue Befehle, der kommt hier rein, wir müssen einen aussuchen von unseren eigenen Leuten, dann sagen wir, Reynard kommt und holt Gascon, dann sagen wir, der gibt dem taktischen Vorteil nochmal einen Befehl und dann darf der Streuner und der Streuner hier hin. Zack. Hast du Arbeit für mich? Such dir den aus, ist mir egal. Zack. Such dir den aus, ist mir egal. Und dann spielen wir noch das Horn und dann passen wir. Ja, keine Ahnung, wir können vom Gegner nichts sehen. Vorwärts, Freiheit! Oh, jetzt müssen wir nicht mehr passen, jetzt können wir auch einfach mal hier losschlagen. Warum haben wir alle? Wurden jetzt alle wieder verstärkt? Ja, wir müssen jetzt einfach irgendeine Karte abwerfen, um den Zug zu beenden. Kommen wir ins Geschäft. Ich denke, wir passen. Der wird nämlich eh nicht mehr auf die 174 kommen. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Ich werde nicht versagen. Feuer regelt. Was ist das, was uns immer alle um eins verstärkt? Keine Ahnung. Lol, der kommt rein und ist direkt tot. Macht sie nieder, bis auf den letzten Mann! So, der ist bis auf die 30 hochgekommen. Beana. Loede. Erfolg freigeschaltet. Besiege Eldarin. War jetzt auch nicht sonderlich schwer. Nach einem langen, blutigen Kampf war Eldarins Trupp besiegt und er selbst lag geschlagen und in den letzten Zügen zu Mewes Füßen. Auf einem Friedhof zu sterben, ist irgendwie amüsant, oder nicht? Erstaunlich, dass dir nach Witzen zumute ist. Ich habe meine letzte Träne schon vor Jahren vergossen. Meine Familie ermordet in einem Pogrom. Sinnlos. So sinnlos. Ja, und das macht dich jetzt viel besser, wenn du einfach Leute die ganze Zeit umbringst. Rena, wir haben verloren. Ich, meine Skoyatel, die Enseide. Wir verlassen diese Erde. Deine Enkel werden uns nur noch aus Märchen kennen. Bitte mich zur Ruhe. In einem Grab. Lass mich in Würde gehen. Ege Dregaret. Euer Gnaden, lasst diesen Hund hier verrotten, bitte. Seht doch, er lacht. Denkt an die Männer, die er an die Weide gefesselt hat. Die er lebend verbrannt hat.
Ja, du verdienst meine Gnade nicht. Also, eigentlich bin ich immer voll auf der anderen Seite, aber ich finde, der hat es halt einfach richtig verdient. Du verdienst keine Gnade, Eldarin. Ich lasse dich, wo du bist. Die Ratten werden sich deiner Gebeine annehmen. Ich hätte dasselbe getan. Mhm. An deiner Stadt. Vaese Dereat Eb Aegean. Alles klar. Mebe gab den Befehl, noch vor der Morgendämmerung aufzubrechen. Sie wollte den Moderwald baldmöglichst verlassen und die verrottenden Elfen auf dem Friedhof von Kaedv Genwyd hinter sich lassen. Die schwarze Reila ritt an der Spitze der Karawane zur Rechten der Königin. Ein zufriedenes Lächeln auf den Lippen. Alraunenwurzel. Und ein Bericht. Brief bei Eldarin gefunden. Eldarin, über kaiserliche Emissäre konnten wir Kontakt mit einem Kommando auf temerischen Boden herstellen. Es wird von einem gewissen Lorwert angeführt. Erzählt was? Er ist bereit, seine Kampagne gegen die Menschenregime mit unseren Kräften abzustimmen und erwartet weitere Informationen. Wir sollten ihm Nachrichten senden, so wie wir mit der Gesellschaft aus Lyrien zu tun bekommen. Noeal. Hallo? Rechtsklick? Rechtsklick? Gut. Also ich glaube, ich brauche eine neue Maus. Jetzt geht's. Wir haben schon fast wieder 5000 Gold. Wir haben über 5000 Gold. Das war lukrativ. Das wollen wir nicht unbedingt. Keine Ahnung, ob wir das wollen. Mehr Rekruten brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht unbedingt. Das brauchen wir auch nicht unbedingt. Aber das würde ich am ehesten noch machen. Und dann den noch direkt hinterher. Oh, 2500 Holz. Jetzt fehlt uns Holz. 2000 Holz. 1500 Holz. 750 Holz. Ja, und jetzt fehlt uns Holz. 750 Holz. 500 Holz. Okay, krass. Gucken wir mal die neue. Fallgrube. Spionage. Füge allen Einheiten in dieser Reihe 2 Schaden zu. Wenn immer eine Einheit in dieser Reihe erscheint, füge ihr 2 Schaden zu. Ist aber zu schwach für unsere Verhältnisse. Feldsanitäter kennen wir. Lyrischer Pfadfinder. Entferne alle Reiheneffekte von deiner Seite. Ziehe nach 3 Zügen zu Beginn des Zuges die oberste Karte aus deinem Deck. Der ist halt eigentlich gar nicht so schlecht. Der ersetzt sich nämlich selber. Lässt uns eine Karte ziehen. Und der kann Reiheneffekte wegziehen. Ich spiele eine zufällig gewählte Bronzeeinheit aus beiden Decks aus. Okay. Nee, muss aber nicht unbedingt sein. Entferne alle Reiheneffekte von deiner Seite. Der steht vielleicht ganz nett. Ich kann eigentlich mal die Feldsanitäter rausnehmen. Weil die packen wir eigentlich fast immer weg. Trommler sind gut. Streunerkavallerie. Streunerschleuderer. Die können wir halt theoretisch auch rausnehmen. Die bringen meistens nicht so unendlich viel. Das ist keine Kopie in dieser Karte. Ich denke, wir probieren die mal aus. Wir machen mal 2 davon. Und packen die mal beide rein. Und dann können wir so einen Schleuderer rausnehmen. 2 davon. Okay. So, gucken wir mal ins Kommandozelt, reden wir mit der Reila. Wie geht's, Reila? Hat dir der Quartiermeister ein Zelt gegeben? Er wollte es. Oh, und? Ich hab's verweigert. Ich schlafe lieber unter freiem Himmel. Dann kann ich nicht so leicht überrumpelt werden. Tja, außer vom Regen vielleicht. Ich bin nicht aus Zucker. Ich schmelze nicht. Frauen sind selten in der Armee. Erst recht in den Spezialtruppen. Wie kamst du da rein? Ich habe mich bewährt. Nun, natürlich. Aber wie? Als ich 15 war, wollte ich zur Armee. Aber der Feldwebel hat sich geweigert, mich zu rekrutieren. Also habe ich gewettet. Wenn ich ihn im Armdrücken besiege, nimmt er mich auf. Sonst kriegt er 100 Kronen von mir. Du hattest so viel Geld? Auf keinen Fall.
Darum musste ich gewinnen. Als wir uns an den Tisch gesetzt haben, hat er geschnaubt und den Ärmel hochgerollt. Als es vorbei war, hat keiner mehr gelacht. Danach habe ich Befehle befolgt. Gut genug, um die Aufmerksamkeit des Königs zu gewinnen. Raila, wie geht es dir? Wie meint ihr das? Ganz Edirne steht in Flammen. Über deinen Städten wehen nilfgaardische Flaggen. Bekümmert dich das nicht? Natürlich tut es das. Ich war 5 Jahre lang in Rosberg stationiert. Ich kannte die ganze Einheit beim Namen. Aber es ist Krieg. Es ist zwecklos, darüber zu klagen und zu flennen. Ich verstehe. Aber wenn du jemals reden möchtest... Möchte ich nicht. Aber danke für eure Sorge, Hoheit. Die ist echt... Ich muss los. Tough. Richtig reden krass drauf. Später. Ja, oder die tut halt nur so. Aber ich glaube schon, dass sie so tough ist. So. Wir haben sehr viel Gold, brauchen aber noch Holz. Ich will irgendwer tauschen. Tausche 2 Gold für 1 Holz. Da geht's nicht lang. Endlich. Ich dachte schon, der Wald hört nie auf. Ich dachte, Banditen kennen sich im Wald aus. Mhm. Solange er nicht von schwer bewaffneten Elfen wimmelt. Okay, hier ist doch bestimmt gleich irgendwo ein Wegpunkt, zu dem wir dann... Am nächsten Wegpunkt gehen wir mal zurück und... Da fängt es hier wieder an zu brennen. Gehen wir zurück und suchen mal nach den Schätzen, die wir wahrscheinlich übersehen haben. Wegpunkt, Wegpunkt. Hier muss doch irgendwo ein Wegpunkt sein. Da ist der Wegpunkt. Okay, den haben wir aktiviert. Dann suchen wir mal... Und das hier müssen wir eigentlich auch noch abhaken. Ist auch noch ein ganzes Stückchen. So, Weggabelung. Also ich hier in dem Dorf bin ich mir eigentlich sicher, dass da eins sein müsste. Da laufen wir dann doch mal hin. Also das eine in der Weggabelung und das andere... auf dem Feld mit Pumpkins, hätte ich jetzt schon fast gesagt, mit Kürbissen. Ein kleines Häuschen, auf dem Kürbisse sind. Oder bei dem Kürbisse sind. Sieht aber hier nicht danach aus, als wäre das hier. Nee. Okay. Dann. Hier könnte aber die Kurve sein mit dem Schatz. Nee, die ist zu groß, die Kurve. Hier unten könnte das noch sein, oder da, wo wir den Doggo gefunden haben. Aber echt so weit zurück? Machen wir jetzt mal schnell. Das sind schon mal Felder, aber keine Kürbisse. Und hier sind auch keine... großartigen Wege. Ich bin mäßig begeistert. Auch keine Kürbisse. Das hier hätte theoretisch so eine Abzweigung sein können. Hier sind auch keine Kürbisse. Und das hätte halt theoretisch der Weg sein können, den wir suchen. Von der Steile der Kurve her. Okay, jetzt laufen wir wieder da rein. Okay, dann gucken wir nochmal hier, wo wir noch nicht waren. Und laufen da mal lang. Ne, das war gar nicht hier. Hier ging es nicht weiter, nämlich das war etwas weiter unten. Gucken trotzdem mal hier lang. Es kann doch nicht sein, dass wir an 2 Schätzen einfach dran vorbeilaufen. Hier geht's runter. Achso, da waren wir. Da waren wir schon. Hier? Nee. Hier ist auf jeden Fall Anschlagbrett.
Achtung, angesichts des jüngsten der jüngsten Ereignisse im Modawald befehle ich hiermit Folgendes. Erstens, Vertreter der alten Völker, die beim Umgang mit Skoyatel ertappt werden, werden ohne Prozess hingerichtet, zusammen mit ihren Familien. Ihre Besitztümer werden konfisziert. Zweitens, Angehörige der alten Völker dürfen ihre Behausungen nach Einbruch der Dunkelheit nicht verlassen, ansonsten droht ihnen Auspeitschung. Drittens, die Steuern für Angehörige der alten Völker werden bis auf Weiteres auf das Dreifache erhöht. Ja, das ist eine gute Umgehensweise, weil das bestimmt nicht den Hass schürt. Das ist hilfreich. Interessanter Ort, interessanter Ort. Hier könnten Kürbisse sein. Aber ich glaube, da kommen wir gar nicht hin. Da geht's gar nicht lang. Mewe gelangte zum Dorf Eichenfurt. Dort lebten, im Gegensatz zu den anderen Siedlungen im Umkreis, keine Menschen, sondern nur Elfen und Zwerge, welche die Lyrier mit offenkundiger Abneigung betrachteten. Kein Gruß an die Waffenbrüder war zu hören, kein Händler bot ihnen seine Waren feil. Die einzigen Geräusche waren zuschlagende Türen und zuschnappende Schlösser. Da stimmt was nicht. Reila runzelte die Stirn. Lasst uns halten, Herren. Gestattet, dass ich mich umsehe. Ja. 15 Minuten. Mewe saß nicht, dass sie nachher irgendwann umlatzt. Die Königin saß im Schatten eines großen Birnbaums, schloss die Augen, lauschte auf die Grillen und genoss den Moment der Entspannung. Er währte kurz. Schon kehrte einer der Späher zurück. Es war Hauptmann Nidamir. Tränen liefen ihm über das wettergegerbte, pockennarbige Gesicht. Herrin, bitte kommt mit uns. Ihr müsst es selbst sehen. Der Hauptmann führte Mewe zur rauchenden Ruine einer Mühle. Ihre Soldaten sammelten etwas aus der Asche. Menschliche Schädel. Einige nicht größer als Äpfel, wie die Königin entsetzt feststellte. Die Dörfler sollen sich beim Brunnen versammeln. Mewes Stimme klang angespannt. Oder sterben. Die Elfen und Zwerge gaben unumwunden zu, dass Eldain und seine Skoyatel geholfen hatten, alle Menschen im Dorf in die Mühle zu sperren und die Mühle anzuzünden. Sie haben unsere Länder gestohlen, unsere Namen entweiht und blutige Pogrome veranstaltet, schrie einer der Zwerge. Sie wollten es nicht anders. Es war nur gerecht. Super. Mewe kannte die Grausamkeit des Krieges. Doch die Bosheit von Eichenfurt war überwältigend. Ihre Kehle war wie zugeschnürt. Ihr schwindelte. Sie meinte, die Schreie der Menschen zu hören, die lebendigen Leibes verbrannt wurden. Herrin, flüsterte Renard. Ihr müsst recht sprechen. Oder mir die Sache überlassen, euer Gnaden. Warf Reila ein. Ich weiß, was zu tun ist. Nee, also das sind halt auch keine Skoyatel. Die haben sich zwar von den Skoyatel helfen lassen und ich meine, die haben halt mit gleicher Münze heimgezahlt, was die anderen denen angetan haben, aber ja, ich weiß nicht. Ich bin trotzdem dafür, dass die schon eine faire. Ihr wisst, was ihr verdient, sagte Mewe. Aber meine Soldaten sind keine Mörder. Und ihr nicht meine Untertanen. Ihr kommt nach Rossberg. Sollen die Behörden dort recht sprechen? Am besten mit einer Schlinge. Die Königin wählte ein Dutzend Soldaten aus, die die Anderlinge den Gerichtsbarkeiten von Edirn überstellen sollten. Damit schwächte sie zwar ihre Kräfte, ersparte sich und ihren Lyriern jedoch mit eigener Hand blutige Strafen ausführen zu müssen. Dadurch ist jetzt die Moral schlechter geworden. Aber der Weg nach hier ist aufgegangen. Ach, das ist der Weg zur Mühle. Hier wird wohl keine Goldtruhe sein. Also ich glaube, ich bin echt blind. Ich habe noch keine von denen gefunden. Geht's hier noch irgendwo lang hier oben? Da ist noch was zu looten.
Da ist noch ein interessanter Ort rechts. Gucken erstmal hier, was es hier so gibt. Ah, hier sind wir hergekommen, okay. Ah, da sind Leichenfresser. Und Nilfgaarder. Was war das? Fragte Mäverenar, der neben ihr ritt. Schreie. Ein Mann wohl. Sehen wir nach. Nehmt ein paar Männer. Wir reiten. Schnell. Die Schreie kamen aus einer kleinen Siedlung. Als Mäve hineinritt, stieg ihr Pferd panisch. Das Dorf war voller Nekrophagen. Die Monster hatten einige Nilfgaarder umzingelt, welche erfolglos versuchten, sie mit Fackeln zu vertreiben. Renar überblickte die Lage und sagte... Sie können sie nicht abwehren. Fliehen können sie mit ihrer Rüstung auch nicht. Ah, oh, schon wieder so eine... aber es sind halt Nilfgaarder. Die haben alles niedergebrannt. Ich würde die nicht retten. Mäve blinzelte und lächelte grausam. Soldaten! Wir sehen auf der einen Seite hirnlose, blutrünstige Bestien, die leben, um zu töten. Und auf der anderen Ghule. Sie haben einander verdient. Zurückfallen! Die Königin wendete ihr Pferd und wollte das Dorf verlassen. Da trat ihr Eik in den Weg. Wie ehrlos! Rief der Ritter. Egal, welches Wappen sie tragen, es sind Menschen. Ja, schon und ich, Eik von den Essle, werde ihnen helfen. Und wenn ich es alleine tun muss. Oh, Scheiße. Eik wartete keine Antwort ab. Er senkte die Lanze, gab dem Pferd die Sporen und griff die Bestien an. Ja, jetzt müssen wir helfen, Eik, auf jeden Fall. Verflucht! Mäve zog das Schwert. Wir können diesen Narren nicht den Ghulen überlassen. Mir nach! In den Kampf! Die Illyrier eilten Eik zur Hilfe. Und den Nilfgaardern. Tja, hätte Mäve bei Kriegsausbruch jemand gesagt, dass sie eines Tages nilfgaardische Truppen verteidigen und dabei das Leben ihrer eigenen Soldaten riskieren würde, sie hätte herzlich darüber gelacht. Doch nun geschah genau dies. Als sie die geifertriefenden Fänge des Ghuls betrachtete, fragte sie sich, ob es die richtige Entscheidung gewesen war. Doch zum Rückzug war es nun zu spät. Also das Spiel ist echt... heftig, finde ich. Also von den Sachen, die da passieren. Und also auf jeden Fall harter Tobak, muss ich sagen. Schwere Entscheidung auch. Erstmal Karten verbergen. Verzehre alle 2 Züge. Zu Beginn des Zuges die oberste Einheit aus deinem Friedhof. Und rufe jeden Zug zu Beginn des Zuges einen Neckar aus deinem Deck herbei. Diese Einheit erscheint zu Beginn der ersten Runde auf dem Schlachtfeld. Duelliere dich nach 4 Zügen zu Beginn des Zuges mit dem schwächsten Gegner. Okay. Doggo kann weg. Madro Eme kann weg. Grenzenkämpfer kann weg. Das ist schon mal gut. Brauchen wir nur noch einen, der die Befehle ausführen kann, die wir da weitergeben können. Also her damit. Her damit. Senkt die Waffen! Scheiße. Wir sind hier, um euch zu retten. Ich werde das Böse vernichten. Mit Stumpf und Stiel. Gut. Wir machen auf jeden Fall mal den hier. Die kriegen wir aber nicht schnell genug tot. Die kriegen wir wirklich nicht schnell genug tot. Doch. Wir könnten diese Runde das Gruftweib. Die Gruftweib 6 Schaden machen. Und dann können wir nächste Runde 8 Schaden schießen. Gegen die Necke. Müssen wir auch noch irgendwas machen, das ist direkt schon das nächste. Wieso helft ihr uns? Tja. Was hat er denn in seinem Friedhof? 4 Dreier. Achso, das sind alles nur Dreier und Vierer. Dann ist das gar nicht so weiter schlimm. Dann war es so zwar doof, den Eik jetzt schon zu spielen, aber... Who cares?
werden das jetzt halt die ganze Zeit verbessert, ne? Hier wäre, ist glaube ich wichtig gewesen, so einen Feuertypen zu ziehen. Hexer sterben nie in ihren Betten. Die werden jetzt halt, oh, das war nicht klug. Die werden jetzt halt Unmengen stärker. Oder auch nicht. Sollen die Ghule sie fressen? Schweigt! Die Königin hat gesprochen. Sollen die Ghule wen fressen? Achso, sagt der Soldat. Was wir auf jeden Fall machen können, ist schon mal den hier bewegen. Mit den Zähnen gefangen. Ah, wir können die beide bewegen und einen davon wieder nach unten schießen. Und so. Und jetzt können wir so machen. Gut. Und nächste Runde wird hier rumgecrittet. Dann gehen die beide hoch und machen allen Schaden. Den oben, da habe ich noch meine Probleme. Obwohl, das kann auch noch warten. Wir machen erstmal noch eine streunende Kavallerie. Weil je mehr wir davon haben, umso länger, umso besser. So. Jetzt reicht es eigentlich, das hier einmal zu machen. Gar nicht drüber nachgedacht, dass der jetzt ja gar nicht stirbt. Aber ist egal, die sind jetzt alle so, dass die eh gleich sterben. Hier können wir den allen drei Schaden machen. Und dann können wir 1 und 2. Und dann können wir, keine Ahnung, hier einfach mal ein bisschen rumschießen. Piu, piu, they call me Sniper. So, das war ein Zug, der richtig gesessen hat. Das ist halt nicht so die krasse Sache, aber wir können den halt zweimal hin und her legen. Ich mach's kurz und schmerzhaft. Ja, das gewinnen wir glaube ich nicht mehr. Der war vorher wirklich wichtig gewesen in diesem Kampf. Ja, können wir eigentlich neu starten. Wir brauchen auf jeden Fall Feuer. Und das wird eine sehr lange Folge. Fällt mir gerade so auf. Aber den Kampf machen wir jetzt noch zu Ende. So, haben wir den mit Feuer da? Nee. Doch, einen mit Feuer, okay. Mit Ladung einen neuen Befehl. Kavallerie, Kavallerie. Der kann weg. Da ist er, okay. Die holt den zweiten. Ja, dann machen wir das so. Okay, das sollte jetzt passen. Ich werde das Böse vernichten. Mit Stumpf und Stiel. Okay, so. Fangen wir an mit Zeit, Feuer. Meine Schande wegzuwischen. Und Schaden.
Wieso helft ihr uns? Dann brauchen wir das zweite Feuer. Achso, das zweite Feuer hatten wir hier. Das müssen wir erst raus. Zieh deine Waffe. Immer mehr davon. So, du darfst jetzt den raussuchen. Meine Schmerzen dienen einem Ziel. Der gibt dir zwei Ladungen, dann darfst du den raussuchen. Die Armee ist kein Platz für Leute. Den Feuerleger. Kommt hier. Glaubst du, dass ich Angst habe? Feuer. Okay. Und dann spielen wir noch einen Trommler. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Gut. Sollen die Ghule sie fressen? Schweigt! Ja, ja. Hierhin. Hexer sterben den. Nie in ihren Betten. Der kommt hierhin und wählt auch den an. Der kommt hierhin und wählt auch den an. Okay, das war gut. Dann können wir noch. Ah, gut. Wir töten den jetzt eh. Egal, dann wählen jetzt irgendwen anderes an. Wird anders anvisiert. Und dann haben wir den noch. Ah, ne, Zug werden. Boah, das Feuer, ey, das räumt richtig auf. Ja, das Feuer ist echt wichtig gewesen. Ne, wir machen jetzt. Okay, hallo, abbrechen bitte. Wir machen jetzt den Reiner. Ihre Majestät weiß, was sie tut. So, und dann suchen wir uns. Der macht mehr Schaden. Schon mal der tötet Stein den und macht dem und dem Schaden. Und verstärkt vor allen Dingen auch den Gascon. Dann gibst du dem eine neue. Und du suchst dir noch so einen raus. Wie kann ich eins, zwei, drei Schaden. Dann suchen wir noch einen raus. Der kommt hier. Diese Ernte gibt es Schwarzkittelköpfe. Noch einen raus. Wir sind nur noch wenige. Okay, gefühlt ist das Brett jetzt komplett voll. Aber langsam wollen wir hier auch ein bisschen auf. So, was wir auf jeden Fall noch machen können, ist das lyrische Horn. So, das sieht doch schon wieder viel besser aus. 117 zu 15. Da sieht man mal, wie viel Unterschied das Feuer macht. Dann schießen wir hier Schaden. Und zwar auf den. Okay, das war ein Schaden unnütz verschwendet. Das war auch unnütz verschwendeter Schaden. Aber wir wollen den auch unnütz verschwenden, weil sonst schießen unsere Leute halt irgendwann nicht mehr, wenn wir alles töten. Deswegen müssen wir dem die Gelegenheit geben, neue Kreaturen zu spielen, die wir dann umschießen können. Und so viel dazu. Gut, dann passen wir jetzt. Ne, wir machen den jeweils drei Schaden und burnen den hier. Ja. Ist einfach besser. Neue Modehaut. Und wir. Ja, eigentlich können wir die Karten eh noch burnen, einfach. Weil der spielt eh noch so lange weiter. Und wir haben dann halt wenigstens noch den Schaden hier, den wir schießen können. Und gleich unsere Fähigkeit. Ah ne, nevermind, wir müssen passen. Na gut. Aber auf 124 kommt er eh nicht mehr. Auf 35 hat er es geschafft. Oh, auf mehr als 35. Auf 38. Es funktioniert, Hoheit. Die Monster flüchten. Okay, das ist jetzt eine sehr, sehr lange Folge. Die Lyrier und die Nilfgaarder fochten Seite an Seite gegen die Monster. Doch als der letzte Nekrophage fiel,
teilten die Soldaten sich sofort wieder in die alten Fraktionen auf. Meves Soldaten beäugten die Invasoren misstrauisch. Was würde nun geschehen? Plötzlich trat einer der Nilfgaarder vor und fiel auf die Knie. Euer Gnaden, ihr habt keinen Grund, uns zu trauen, aber wir sind nicht eure Feinde. Wir kommen aus Geso, von Nilfgaard erobert und zur Provinz gemacht. Wir wurden zu diesem Krieg gezwungen. Der Soldat drehte sein Schwert um und hielt den Griff der Königin hin. Wir wollten desertieren. Nun können wir es tun. Euer Gnaden, gestattet uns, eurer Armee beizutreten. Wir wünschen den Untergang des Kaiserreichs so sehr wie ihr. Das ist eh wieder eine Falle, aber wir machen es einfach mal. Wir glauben an das Gute der Menschen. Meve half dem Knienden auf. Der Feind Nilfgaards ist mein Freund. Egal, wer er ist und woher er stammt. Geso Fußsoldat. Geso Aberleste. Die Lyrier waren sichtlich unzufrieden mit der Entscheidung. Die Schwarzkittel aus Geso mussten sich ihr Vertrauen noch verdienen. Okay, wir looten noch und dann... Ach, immer unzufrieden, die Leute. Moral, Moral, Moral. Meine Güte. Hier ist noch was zum Looten. Da kriegen wir unsere Moral wieder. Und da ist noch was zum Looten. Und dann ist hier auch Ende der Fahnenstange. So. Dann sind wir wieder auf normaler... Ist das ein Einhorn da? Sieht ein bisschen aus wie ein Einhorn. Ich hoffe nicht, dass das ein Einhorn ist. So. Okay, dann haben wir jetzt sogar wirklich auch hier alles abgeschlossen, was es abzuschließen gibt. Ja. Was es abzuschließen gibt, so. Gut. Und, das ist schon eine Folge, die fast so lang ist wie normalerweise zwei Folgen. Auf jeden Fall gucken wir uns noch die Leute an und dann sind wir für diese Folge auch raus. Neu, bitte. Diese Einheit erscheint zu Beginn der ersten Runde auf dem Schlachtfeld. Verschiebe diese Einheit in dein Deck und rufe dann eine zufällig gewählte Einheit in eine zufällig gewählte verbündete Reihe herbei. Ja, voll gut. Und diese Einheit erscheint zu Beginn der ersten Runde auf dem Schlachtfeld. Füge einer zufällig loyal, füge einer zufällig gewählten gegnerischen Einheit 2 Schaden zu. Die tun wir jetzt einfach mal. Die können wir jetzt voll reintun. Die kosten zwar 10 Nahrung, aber wir haben genug Nahrung. Und wenn die jetzt wirklich immer direkt von Anfang an da sind, dann sind die richtig, richtig gut. Gut, das werden wir aber erst in der nächsten Folge sehen, ob das so stimmt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.